Ist was passiert? Du hast es auch nicht immer leicht mit mir, was? Na, sagen wir mal, langweilig ist das Leben mit dir auf keinen Fall. Wir sagen, unser Mann ist König. Jawohl, dann bist du dir doch zu retten. Tschüss, Müller. Wiedersehen, ja. Kollege König. Tschüss. Ach, Kollege König. Ja? Moment bitte, der Bürgermeister hat noch was. Ja? Was ist denn los? Ich habe was Wichtiges vergessen. In der Bezirksstadt ist eine ausländische Delegation avisiert. Kommunalpolitiker. Ja. Ist das klar, was das bedeutet? Ja, natürlich. Also nicht, die landen doch garantiert bei uns. Das liegt doch auf der Hand. Alte Kleinstadt, modernes Werk. Viel Neubau und Zusammenarbeit, Betrieb und Territorium und ja, so weiter, das nicht? Ist möglich. Was möglich? Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Ich habe mit einem Werkleiter heute Morgen deswegen gesprochen. Er hat mir zwar alle möglichen Sachen zugesagt, aber ich möchte doch, dass du lieber als Abgeordneter die Leute mit durch den Betrieb führst. Ja? Und das Wichtigste, kontrolliere mal vorher, ob alles in Ordnung ist. Hm? Ja, und wann kommen die? Wann? Na ja, wann? Wann? Tja. Ja, was ist denn? Wo bleibt der Leiter der Hofkolonne? Kollege Schilling müsste gleich hier sein. Na ja, natürlich. Du hast ja recht. Gerhard, der Hof sieht schlimm aus. Jeden Tag geht man vorbei und gewöhnt sich dran. Trotzdem, der Rummel um die Delegation in unserer Plansituation... Bei der Gelegenheit muss ich noch was loswerden. Das Essen wird immer schlechter. Gibt's Klagen? Derzeit ja. Mann. Ich möchte noch heute den Küchenleiter sprechen. Wann kommt denn die Delegation? Das kann jeden Tag passieren. Was könnten wir denn noch machen, ehe die Delegation... Warum ist die rein mit ihm? Na, sagen Sie mal, Kollege Schilling. Wie sieht denn unser Hof aus? Das ist mir ja sogar schon aufgefallen. Na ja, kann ja mal passieren, dass was rumliegt, aber darf kein Dauerzustand werden. Also ich bitte dringend, dass die Sache schnell in Ordnung kommt. Ja, man kann doch von niemandem erwarten, in so einer Unordnung zu arbeiten. Geschweige denn ein fremdes Werk. Wir erwarten nämlich jeden Tag. Ja, jeden Tag könnten Fremde kommen. Was sollen die für einen Eindruck kriegen? Kollege Werkleiter, das hängt doch davon ab. Schluss! Ich will keine Entschuldigung. Ich will einen aufgeräumten und sauberen Hof. Los, sonst stehen so viele. Kommt er mit? Sofort. Mahlzeit. Kommen Sie mit Essen, Kollege Beil? Manu, sind Sie satt oder haben Sie satt? Ihr versteht doch sonst Spaß. Ist was mit Ihnen? Lassen Sie mich mal in Ruhe. Wird immer schrulliger in der letzten Zeit. Er hat aber auch viel um die Ohren. Muss er denn seine Nase in alles stecken? Macht ihr erst mal, was Beil geleistet hat. So von der Pike auf. Der macht sich doch selber kaputt. Ein Haufen Funktionen dazu. Wer hält denn das auf die Dauer muss durch? Muss er selber wissen. Wir können das nicht genau, passieren. Dank dafür kriegt er nie. Hör mal, was machen wir denn? Ist dir schlecht? Was hast du? Hast du denn? Gottes Willen, was ist denn passiert? Geben Sie doch mal einen Schluck Wasser und rufen Sie den Arzt. Kollege Musbach! Geht's jetzt? Ach, das habe ich schon lange kommen sehen. Ja, geht ja schon wieder. Okay, schnell auf den Schreibtisch. Ja. Das ist ein Raubbau, den der Mann mit sich treibt. In seinem Alter sollte man weiß Gott wissen, was man sich noch zumuten kann. Ist besetzt, immer zu besetzt. Ja, versuchen Sie es doch nochmal. Bitte stehen Sie hier nicht herum, Sie behindern nur die Arbeit. Was ist denn los? Mein Kollege muss ins Krankenhaus. Wer? Warum? Weil. Herz. Also los, gehen Sie an Ihre Arbeitsplätze. Es gibt überhaupt keinen Grund, hier herumzustehen. Damit ist niemandem geholfen. Also weg jetzt, an die Arbeit. Haben Sie mich nicht verstanden?
Der Schlösel hat's nötig. Wer denn der ohne Hermann? Ein Nichts. Hermann hat doch durchgeboxt, dass er auf die Uni kommt. Ja, lass mal. Auf dem Kasten hat er was. Ja, vor allem ist Kommandieren. Natürlich. Da kann ich Ihnen im Moment auch nicht helfen. Bei uns gibt einer dem anderen hier die Klinke in die Hand, aber wie es hier oben weitergeht, darum kümmert sich doch überhaupt keiner. Dem Hermann Franke sind hier Zustände eingerissen. Grüneier könnte man sich... Ja, nicht verärgern, nur wundern. Das kommt auch noch, aber bei anderen, wenn die Produktion anfängt zu stocken. Wenn das hier oben so weitergeht, dann schlage ich Koch bei der Parteilung. Aber wie? Was ist denn los? Es dampft zwar, aber früher gab es dabei wenigstens Kaffee. Nein. Genau nach Maß und genau 2 Minuten ziehen lassen. Ja, da ist was dran. Das hängt mit dem Tein zusammen. Mhm. Was war denn los mit dem? Ja, fragen Sie doch den Assi selber. Also jedenfalls, so geht's nicht weiter. Den Thomas, sei er wie er sei, den kann man nicht so wursteln lassen. Der hat 50 Entscheidungen am Tag zu treffen. Kollege Mosbacher, Ihr Tee. Ja, vielen Dank, Frau Aschen. Na, wir haben heute unseren ruhigen Tag, wie? Probleme? Dann habe ich eins. Unsere Zulieferung, die hat schon wieder mal einen Husten. Hier, wir kommen ins Hängen. Ja, das ist mir völlig klar. Das ist ein rein organisatorisches Problem. Kann mit einem Schlag gelöst sein. Na und bitte? Kann, Kollege König, kann. Oder besser, könnte. Ich habe schon lange einen Gedanken dazu. Denkbar einfach im Grunde und wir brauchten das Fahrrad gar nicht neu zu erfinden. Tja, und wie? Aber ich habe keine Kompetenzen zur Entscheidung. Sagen Sie mal, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Sie wissen doch, wie viele Menschen auf unsere Möbel warten sollen, die Kleider so lange auf die Leine hängen? Es tut mir leid, Kollege König, das ist nicht meine Schuld. Es hat mich niemand offiziell mit der Vertretung des Produktionsleiters beauftragt. Mann, ich habe keinerlei Entscheidungsrecht. Ach, das ist doch ein bürokratischer Unsinn. Ja. Ich bin der Assistent, der Assi, ich weiß. Das 5. Rad am Wagen, das ist alles. Und weil ich hier im Zimmer vom Kollegen Beil sitze, kommt jeder zu mir. Und ich muss jeden wieder wegschicken. Steh da wie ein dummer Junge. Sie brauchen doch bloß vom Werkleiter verlangen, ich? Dass er... Ich dränge mich nicht auf. Er weiß doch, was ich kann. Ja, ich bin mir darüber nicht ganz im Klaren. Ja, Beil hält ja große Stücke auf ihn. Trotzdem nein, Mosbach ist zu jung, zu unerfahren. Bis Hermann wiederkommt, muss ich jede seiner Entscheidungen, die er treffen will, überprüfen. Mosbach muss Vollmachten bekommen. Überleg doch mal, wie oft du nicht da bist. Mal bist du im Bezirk, mal beim General. Es muss doch einer da sein, der unterschreiben kann. Du setzt dich aber sehr für den jungen Mann ein. Nicht für den, aber für die Produktion. Wir haben noch nicht mal die alten Planziffern erreicht. Wenn wir jetzt noch in der Leitung Kompetenzprobleme kriegen... Also gut, gut. Ich setze Mosbach als Produktionsleiter ein mit allen Vollmachten. Aber nur kommissarisch. Du steckst mir das Zeug nicht ab! Na warte, ich kann sie wieder nicht auf den Weg damit! Meine. Nicht falten! Zufassen! Wieso denn, Meister? Kommt ein Minister? Nicht einer, sondern drei. Ernstlich? Da können die hier so einen Wind machen. Es kommt eine Regierungsdelegation. Hm? Höchste Ebene. Ja, weißt du, du machst Sachen. Wie geht's dir denn, alter Junge? Mir geht's fast wieder gut. Bald kann ich raus. Na, wer sagt's denn? Aber dann muss ich noch zur Kur. Ach, das ist doch ein Leben. Ich möchte auch zur Kur. Du siehst gut aus. Wenn ihr wieder rauskommt, werden alle fragen, was ist denn das für ein junger Spund? Schon dich, Alter. Wenn du so liegst, Gerd, die Gedanken kreisen. Manchmal sind sie deprimiert. Ach, was im Betrieb wird. Ach, daran darfst du jetzt überhaupt nicht denken, das läuft. Dass du nun so ein halber Invalide bist. Zumindest in den Augen der Kollegen. Aber. Rede nicht. Nach dem Aufsehen, was ich gemacht habe. Und wenn ich jetzt so lange wegbleibe,
Hallo. Guten Tag. Schön, dass du dich sehen lässt, Junge. Oh, das ist nicht gestattet. Setzen Sie sich hier, ja. Und im Betrieb kümmert man sich um dich. Anfangs war ein bisschen durcheinander. Sie nicht da, ich keine Befugnisse. Ach, Hermann, das läuft alles. Übrigens hier, das soll ich dir noch von redlich geben. Eigene Ernte. Äpfel der Erkenntnis, soll ich dir sagen. Gesünder Leben. Redlich, feiner Kerl. Thomas, halt dich an erfahrene Arbeiter. Und wenn du mit Meister Schwiedel zu tun hast, der Mann hat zu Hause viel Sorgen. Wenn er mal mürrisch ist, dann meint es nicht so. Die anderen wissen es. Vielleicht kannst du überhaupt die Zeit nutzen, die Kollegen in den Hallen ein bisschen kennenzulernen. Persönlich wäre gut für dich. Ist schon klar, aber für persönlichen Kram habe ich nicht viel Zeit. Junge. Kollege Beil, ich weiß ja. Doch nun ist wichtig, dass alles weiterläuft. Das ist doch auch in Ihrem Sinne. Ende der Besuchszeit, meine Herrschaft. Ach schon? Bis zum nächsten Mal. Also, Hermann, mach's gut. Kommt deine Frau morgen? Grüße von mir, ja? Und hab mein Auge auf den Thomas gelegt. Das ist doch klar. Du wirst oft Rat brauchen. Gute Besserung. Halte Ohren steif. Hm? So, meine Kleine. Das wird dir gut tun. Pass mal auf. Danke, das ist lieb. Und nicht so viel. Na, von nichts ist nichts. Ich will ja nicht immer nur Kranke um mich haben, ne? Das ist schlimm mit Hermann, nicht? Ich gehe morgen mal zu seiner Frau. Aber nur, wenn dir wirklich gut ist, du. Mhm. Mhm. Wie läuft's denn so im Betrieb ohne Hermann, hä? Der Mosbach muss den Laden schmeißen. Wie schafft er das? Na, der hat doch bei Hermann gelernt. Ach ja, und was wird mit ihm, wenn Hermann zurückkommt? Tja, also Bärbel, das ist ja nun auch eine Methode. Erst schnitzelst du alles auseinander und dann klebst du es wieder zusammen. Gefällt's dir nicht? Das sind alles Kochrezepte. Ich finde das aber sehr vernünftig. Da sind Rezepte dabei, nicht? Die findest du in keinem Kochbuch. Ja. Wenn sie nicht kochen kann, dann nimmt er sie nicht. Aber wenn er das hier sieht, dann nimmt er sie erst recht nicht. Hm. Wer? Wer? Na, wer schon? Aua, du Alte, gib's also. Ach, Ralf. Und wer denn nun? Ach. Hier, du musst noch was unterschreiben, Falti. Na, habt ihr denn schön gespielt? Spielst du mir das so? Ein andermal, Susannchen. Hm? Nee. Ja. Schade. Nie spielst du mit uns. Dir doch 100-mal gezeigt, wie man die Zähne putzt. Mach zu. So. So. Und noch. Susanne, was soll denn das? Aber der muss da auch nochmal putzen. So, ihr Mäuse. Der Vati sagt euch gleich gute Nacht. Träumt was Schönes und schlaft schön rund, dass er nicht eckig werdet. Ne? Immer dasselbe. Du, ich komm gleich. Ich bring sie bloß noch ins Bett. Ich hab schon mit ihnen gegessen. Hm? So, und jetzt marsch ins Bettchen. Ich störe dich nicht. Ich hab sowieso keinen Hunger. Überhaupt nicht. Mensch, wenn man das sieht. Ich kann nicht alles wegschmeißen, Thomas. Die reißen so viel runter. Ach, hier, das hat alles keinen Zug. Aber das ist sein Werk, das hat er sich selbst an den Hals organisiert, weil er nicht durchgreifen kann. Wie heißt es so schön? Hermann ist eine Seele von Mensch. Nur wenn er sich damals nicht so für dich eingesetzt hätte. Ja, natürlich, das bestreite ich auch gar nicht. Du musst den guten Willen sehen, mein Junge. Was ich sehen muss, sind Ergebnisse. Es hat jeder seine Probleme, das musst du doch verstehen. Und weil Meier unbedingt mit Lehmann und Schulze Mittagessen gehen muss, werden die Bänder einfach abgestellt. Nichts kommt. Aber derselbe Meier,
regt sich darüber auf, dass seine Tochter keine Schrankwand bekommt. Verstehst du, hier muss ich einfach mit dem eisernen Besen durchgreifen. Bloß, wenn du so weitermachst, Thomas, Abend für Abend, dann bist du selber bald so fertig wie Beil, nervös wie du bist. Dich frisst doch der Ehrgeiz förmlich auf. Du hast doch überhaupt keinen Blick mehr für uns, für die Kinder nicht und für mich. Andere gehen abends mal aus und... Aber Liebes, Kinderin, du, ich habe jetzt eine einmalige Chance zu beweisen, was ich kann. Und weiß man denn, ob Beil seine alte Arbeit überhaupt wieder machen kann? Ob der Arzt ihm nicht verbietet? Und Tinalein, wenn ich mich bewiesen habe, dann sind wir aus dem Schneider. Dann gehen wir tanzen, dann alles, was du willst, ja. Aber jetzt musst du mir helfen, mich verstehen. Müde? Mhm. Ja? Na dann komm. Ich störe dich auch nicht, wenn ich ins Bett komme. Ach, Kollege König, im Betrieb alles klar mit der Delegation? Ja, ja, es läuft alles auf Hochtouren. Nicht, dass wir bei euch Ärger haben. Es will alles gut vorbereitet und organisiert sein. Ja, alles geht seinen Gang. Wir werden bei dieser Gelegenheit auch gleich ein paar innerbetriebliche Probleme lösen. Ja, man muss immer und auf alles gut vorbereitet sein. Das meine ich. Dann braucht man kein großes Brimborium. Ja, danke. Hermann, bitte. Bitte tritt nach der Kur mit der Arbeit kürzer. Denk mal an dich. Und auch ein bisschen an mich. Das ist zu viel, was du dir zumutest. Das musst du einsehen. Du hör doch endlich auf. Dass ich keine 20 mehr bin, weiß ich doch. Du mit deinem ewigen Schone dich, schone dich. Ich habe schon ganz andere Zeiten durchgestanden. Dass du das nicht wahrhaben willst, Hermann, komisch. Du bist nicht jünger geworden. Das ist kein Grund, mich zum alten Eisen zu stempeln. Türen schließen! Vorsicht, Dampfzüge! Aber jetzt musst du eben einen Pflock zurückstecken. Ja, doch. Mach's gut, Hermann. Erhol dich. Und dass du sofort schreibst, wie du untergebracht bist und wie's Essen ist. Oh, so viel Gerichte gab's schon lange nicht. Scheint doch zu stimmen, dass jemand von der Regierung kommt. Quatsch. Wer erzählt denn sowas? Hey, ihr habt euch wohl im Kalender vertan. Was wollt ihr denn? Auf der Vertrauensleutevollversammlung wurde die Küche kritisiert. Sicher mit Recht, Kollegen. Bitte, das Angebot wird besser. Oh ja, euch sollte man öfter mal die Rübe scheren. Also ich nehme ein Eisbein mit Sauerkraut, Pudding 1,70 und ein Gulasch. Kriegen wir immer schon Bestecke für. Viel Kartoffeln. Da haben Sie jetzt eine Schnitzelwalzmaschine rausgebracht. Die walzt das Fleisch so dünn. Wir können das mit der Hand so dünn schneiden. Oh. So. Eisbein schon alle? Moment. Bitte? Nö. Erbsen? Mehr gibt's nicht. Tja, wie ein Karnickel. Wozu denn das bessere Essen, wenn ich nichts davon habe? Das bessere Essen brauchen wir, um dein ewiges Jammer zu ertragen, dass du zu dick wirst. Mahlzeit. Mahlzeit. Herr Meister, wann wird's fertig? Am frühestens übermorgen. Was? Dort müssen wir morgen erst den Putz erneuern. Kein Dauer. Altes Ding. Lieber Gott, putzen. Darauf fällt keine Farbe, Chef.
Und wenn er mal ein paar Überstunden dranhängt? Oh. Naja, mit der Bezahlung, das wird geregelt. Kann man so richtig ranklotzen. Also, was ist? Gut. Wenn es sein muss. Ja, wenn es nicht sein muss, hätte ich ja nicht gefragt. Die kann doch nicht ewig so trist aussehen. Der Anblick verdirbt dann ja die Freude an der Arbeit. Leg mal wieder. Ja? Moment mal bitte. Moment mal bitte. Was ist denn? Nicht. Was nichts? Die Delegation kommt nicht. Die bleiben zwei Tage in der Bezirksstadt. Der Bürgermeister hat eben angerufen, damit wir nicht so einen Rummel machen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Doch, das ist wahr. Das ist zu viel. Ja, ich überlege mir gerade die Sachen mit dem Putzen. Bleibt ja alles andere liegen. Das geht nicht. Bitte. Aber Farbe geht auch nicht. Na ja, dann macht er hier eben Schluss. Sie arbeiten nur auf den ersten Blick eine Freude. Im zweiten kneift man die Augen zu und sagt, reiß aus, ich komme. Komm du mir noch mal mit deinen Informationen. Das darf doch nicht wahr sein. Mann, war unser Alter aber sauer. Mal gehen Sie mal essen. Durfte Auswahl heute. Ja, hat's geschmeckt. Mhm. Frau Herz, Ihre Schnitzel. Na, Sie sind vielleicht ein Kavalier, wenn die Frau in der Pause was zu erledigen hat, Sie nicht mal essen gehen zu lassen. Ach. Na, Herbein, wie fühlen wir uns denn? Danke, gut. Für heute. Ja. Na, haben Sie sich denn schon eingelebt? Ach, man ist als Patient oft recht einsam. Ja, das höre ich immer wieder. Und man möchte sich doch mal was vom Herzen reden, stimmt's? Nein, nein, so ist das bei mir nicht. Ich bin ja auch nicht so krank als mancher hier. Wissen Sie, viel schlimmer ist es, wenn einem alle zusetzen, schone dich, tritt kürzer. Am meisten meine Frau, obwohl sie sonst patent ist, wirklich, aber in der Beziehung, nee. Wenn man immer hört, in deinem Alter. Und dabei sind Sie ein Mann in den besten Jahren. Ich weiß schon, die Guten sind vorbei, jetzt bin ich in den Besten. Nun fangen Sie auch noch an. Wissen Sie, Herr Beil, ich finde, irgendwann im Leben kriegt jeder sein Zipperlein. Und wenn man vernünftig lebt, dann ist das doch kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Es gibt so viele schlimme Dinge im Leben. Trotzdem muss alles weitergehen. Moment mal. Uns geht auch. Sie sind nicht nur eine kluge Frau, sondern auch ein lebenswerter ja, Mensch. Vernünftig bin ich sicher. Zu dem man sofort Vertrauen hat, wenn man sich öfter mit Ihnen unterhalten könnte. Sie kommen doch jeden Tag ins Badehaus und wenn ich Zeit habe? Wenn, oder wenn ich Sie mal zu einem Café einladen dürfte. Ist mir klar, dass Sie viele Einladungen bekommen und ein alter Zausel wie ich. Die brauche ich ja nicht alle anzunehmen. Vielleicht war es ein bisschen voreilig, den Jungen für den Posten vorzuschlagen. Ja, der ist doch völlig übergeschnappt. Ja. Sag dem AGLer Bescheid an dem Gruppensekretär. Da soll die Partei mit ran. Das genau. Nicht. Nicht mit mir. So geht's nicht, Gerhard. Trotzdem, verkehrt ist es im Prinzip nicht, was er will. Nein, natürlich. Aber die Art und Weise schreit auch zum Himmel. Ich rede mit dem Burschen, frag du, sag du Bescheid. Wenn nichts Außerordentliches ist, bitte um 15 Uhr, Kollege König. Aber hier ist doch was nicht in Ordnung, oder? Wieso? Das ist alles korrekt. In jeder Pause stoppen wir. Ausgerechnet in dem Nadelöhr. Die Produktion 30 Minuten und 15 Minuten. Das ist eine Zeitreserve. 1,5 Stunden in 2 Schichten. Pro Band. Kollege Mosbach, ich halte Ihnen zugute, dass Sie noch jung und unerfahren sind. Ich rechne Ihnen hoch an, dass Sie den Willen haben, die Produktion voranzutreiben. Der Gedanke ist ja auch gar nicht schlecht. Aber man kann doch nicht einfach die Pausen abschaffen wollen. Andere Betriebe lassen die Produktion schon längst durchlaufen. Aber wir arbeiten in dieser Beziehung wie zu Methusalems Zeiten. Das wurmt mich schon lange. Arbeitskräfte aus der Vorfertigung, die an den hochproduktiven Maschinen arbeiten, werden in Zukunft bei euch in der Endfertigung in euren Pausen mitarbeiten. Fazit,
Die Endmontage läuft ohne Pause voll durch. Ich sage Ihnen doch, der Gedanke ist vom Prinzip her gar nicht schlecht. Aber na also, dann ab Montag. Alles klar? Aber nichts ist klar. Man muss doch erst einmal mit allen reden. Die Kollegen müssen eingearbeitet werden. Sowas kann man doch nicht vom Schreibtisch aus machen. Das muss man mit denen klären, die das wirklich machen sollen. Aber was denn klären? Es behält doch jeder seine Pause. Aber das Band läuft durch. Und die Kollegen gehen einzeln zu Tisch. Junge, du willst jahrzehnte alte Gewohnheiten einfach ändern? Man dreht doch in der Pause nicht nur das Essen rein. Da wird miteinander gesprochen. Da wird man auch mal eine Sorge los. Ich will auch oft alleine essen. Ja, das ist aber auch eine Kontaktfrage. Aber so eine Geschichte, die kannst du nicht von Donnerstag auf Montag einfach ändern. Es ist in meiner Anweisung alles bis ins Kleinste präzisiert. Und ich habe weder Zeit noch Lust, das zu wiederholen. Ich werde, wie Sie übrigens auch, Kollege König, dafür bezahlt, die Produktion voranzubringen. Diskutieren Sie also bitte nicht mit mir, sondern mit Ihren Kollegen. Und das bald, haben Sie mich verstanden? Kollege Moosbach, Moment mal, ich bitte. Ich habe zu arbeiten. Aber nicht so. So nicht. Schon. Sag mal, was machst du eigentlich? Ach, du weißt schon. Kannst du auf die Kinder nicht aufpassen? Lass mich die Leute schon auf der Straße anhalten, weil sie nur Unfug treiben. Aber Thomas! Bist du mir böse? Zum Fußball geht es zukünftig auf den Sportplatz. Prima, mit dir, Vati? Gibt's da auch Pause? Ja, aber morgen noch nicht, meine Kleine. Hm? Der Vati hat noch so viel zu tun. Aber das wird schon, ne? So, und jetzt legst du dich schön hin und schläfst, ja? Hm? Schlaf gut. Ja? So, Schluss jetzt. Und denk dran, was Vati sagt, gilt. Kein Fußball auf der Straße. Klar? Ja. Robert. Also los jetzt. Schluss. Ab ins Bett. Komm, Küsschen. Schlaf gut. Du hast mir noch nicht mal guten Tag gesagt. Na ja, wenn man auch gleich auf der Straße wegen der Kinder angeekelt wird. Aber Thomas, das sind doch Kinder. Du wirst nämlich immer unduldsamer. Zu Hause müssen sie wie die Mäuschen sein, sogar am Wochenende. Tina, du weißt doch, ich meine das nicht so, wenn ich... Mir hängt das selbst zum Halse raus. Die Zeit ist für uns alle schwierig. Aber ich habe dir doch erklärt, warum ich da durch muss. Das ist meine Chance. Naja. Du, ich habe heute Christian getroffen. Ich habe gesagt, dass wir mal hinkommen. Die warten schon so lange drauf. Ja, ja. Ja? Mensch, Thomas. Prima, hm? Du musst doch auch mal wieder raus. Gehen wir gleich heute, wenn du gerade mal früh da bist? Ach, Tina, heute... Ach, immer bloß rumsitzen und kein Wort reden. Geh doch mal eine Stunde alleine hin, hm? Ach. Na, warum denn nicht? Ich verstehe doch, dass du ein bisschen Unterhaltung brauchst. Na, geh schon, hm? Alleine? Tina, machst du mir noch schnell was zu essen? Irgendeine Kleinigkeit. Thomas. Was denn? Willst du weggehen? Na, ich denke, ich soll. Ach so, ja, ja, geh nur, geh. Na, und hier? Stell's drüben hin, bitte.
Lass mich, ich muss jetzt nach oben. Du kennst doch meinen Vater. Ja, aus dem Mittelalter. Ich krieg doch nur Ärger, lass mich. Du, das ist doch Ralf. Ihr seid mir eine Familie, also tschüss, bis morgen. Tschüss. Aber langsam reicht mir das Theater mit deinen Eltern. Tschüss. Tschüss. Hey, hey, du kannst ruhig warten. Wo kommst du denn jetzt her? Von der Disco. Was denn? Um diese Zeit? Der Ordnungsdienst, musst du noch aufräumen. Kannst du deiner Großmutter erzählen? Vater wird ganz schön meckern. Über wen? Hoffentlich kommt der Glaser morgen früh auch. Mosbach im Betrieb, Mosbachs Sippe hier. Helga, ich habe da ein ganz schlechtes Gewissen. Warum? Na, der Mosbach fängt an, die Arbeiter zu schikanieren. Und ich werde kritisiert. Was meinst du, was ich mir anhören muss? Na, wenn Hermann bald zurückkommt, du hast ja selber gesagt, Mosbach ist nur kommissarisch. Ja, ja, aber die Verantwortung, die ich da übernommen habe, der Mosbach will sich einfach nicht helfen lassen. Dieser Hickhack im Betrieb, der steht mir bis hier. Also weißt du, das löst du heute Abend auch nicht mehr. Und der Bursche, der... Den Mosbach änderst du heute Abend auch nicht. Mosbach, Ralf meine ich. Ach so. Also ein bisschen später geworden. Der ist mit Bärbel unterwegs. Na, die ist ja auch ein bisschen älter, ne? Wo ist denn die überhaupt? Es kommt immer alles zusammen. Ärger im Betrieb, Ärger zu Hause ist... Ach. Guten Abend. Na? Geht ihr schon schlafen? Jetzt reicht's, aber wo kommt ihr denn jetzt her? Oh mein Gott, ich war mit Bärbel ein bisschen bummeln. Was heißt denn hier bummeln? Ich hab doch aber gesagt, dass ich... Ja, ist ja schon gut, Bärbel, komm. Ich gehe dann jetzt in die Falle. Gute Nacht. So spät darf's bei dir aber trotzdem nicht werden, Junge, ne? Na komm. Nacht. Gute Nacht. Schlaft schön. Ist ja eigentlich schön, dass die Kinder sich so gut verstehen, ne? Dass sie sogar abends zusammen bummeln gehen. Na, gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Na, wo bekommst du den Lick? Dankeschön, Renate. Hier kennt wohl jeder jeden. Na, das ist in solchen Nestern nicht anders. Heute habe ich zweifachen Grund zum Feiern. Dass Sie da sind. Und hier dieser Brief. Gute Nachricht? Ja, von meinen Kollegen. Interessiert Sie es? Aber sicher. Lieber Hermann, naja, und so weiter und so weiter. Das ist unwichtig. Er war hier. Soweit geht alles seinen Gang. Allerdings macht sich dein junger Mann tüchtig mausig. So ein begabter junger Mensch, den habe ich rangezogen. Der geht scharf ran, als wenn er alles alleine machen muss. Es wird Zeit, dass du wieder da bist und mit ihm mal Deutsch redest. Uns glaubt das nicht. Na, der Junge hat noch ein paar Ecken, aber sonst ist er prima. Jedenfalls fehlst du uns sehr. Sieh mal zu, dass sie dich öfter wässern und durchkneten, damit du bald wiederkommst. Lass dich bloß nicht unterkriegen. Wir warten sehr auf dich. Ein Kumpel wie du ist nicht zu ersetzen. Arbeit heben wir dir genügend auf. Und darauf Prost. Sie dürfen das nicht und ich trinke keinen Pudding. Oh. Na sehen Sie, es ist doch gar nicht so, dass Sie von allen abgeschrieben sind. Denn sowas bildet man sich manchmal wirklich bloß ein. Wenn man krank ist, wird man empfindlich. Ich bin kein altes Eisen. Aber ich rede immer nur von mir. Erzählen Sie doch mal was von sich. Ach, da gibt's nichts Interessantes. Das Leben in dem Nest hier? Nee, nee, lassen Sie mal. Ihre Angelegenheit ist jetzt wichtiger. Sie müssen während der Kur ganz taktfest werden. Genau, man sagt sich ja selber, da hat man schon ganz andere Sachen durchgestanden. Wie habe ich denn angefangen? Als Hilfsarbeiter. Auf den Hosenboden gesetzt, gebüffelt, dies und das gemacht. Und dann haben sie gesagt, du machst den Produktionsleiter. Na, erst habe ich geschluckt. Dann hatte ich doch Freude dran. Wenn dann der Tag kommt, wo man nur noch das fünfte Rad am Wagen sein soll. Herr Beil, das fünfte Rad, so ein Quatsch. Sie sind kein Autofahrer, was? Ohne das fünfte Rad sind Sie bei einer Panne völlig aufgeschmissen. Musik.
der Weisung machen Sie sich unmöglich. Wenn Sie zu wenig Erfahrung haben, fangen Sie uns doch vorher. Gegenwärtig ist das so überhaupt gar nicht zu machen. Und wenn Sie nur was auf die Beine bringen wollen, damit Sie nach oben schöne Berichte schreiben. Ich habe in anderen Bereichen ähnliche Maßnahmen durchgesetzt. Dort war es vielleicht möglich. Sie tun ja gerade so, als ob wir nicht wollen. Und das wird hier nicht anders sein. Junger Mann, passen Sie mal auf. Ihr eiserner Besen ist an manchen Ecken schön und gut, aber er hat Widerhaken und damit machen Sie einiges kaputt. Möglich. Aber ich habe hier mit einigem Schlendrian aufzuräumen. Nur sachte. Der unter meinem Vorgänger eingerissen ist. Machen Sie also mir keine Vorwürfe. Der noch lange auf Hermann rumhackt. Komm. Ich habe doch alles auszubaden. Sie haben auch eine ganze Menge erreicht, das bestreitet doch keiner. Aber allzu viel forsche, junger Mann. Also erstens bin ich nicht der junge Mann. Und zweitens, denken Sie über die Weisung nach. Die bleibt. Ein sturer Hund ist das. Nur nichts zugeben. Was nun, Meister? Na, abwarten. Beil muss die nächsten Tage zurück sein. Dann werden wir ja sehen. Na nun, ist was passiert? Ich wollte mich noch mal verabschieden. Ach, doppelt hält besser was. Ich hätte nicht so fahren können. Hier. Was Süßes. Danke. Ich musste Sie noch mal sehen. Und gestern waren Sie so aufgekratzt nach Hause, zur Arbeit, ist alles weg? Nein, das ist alles in Ordnung. Ich freue mich, fühle mich gut, bin optimistisch, nur... Ach, ich bin doch nicht aus der Welt. Also grüßen Sie, wie gesagt, Ihre Frau unbekannterweise und dass Sie mir ja mal schreiben. Oft. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nie, ich habe Ihnen so viel zu verdanken. Und es geht bestimmt alles gut. Und jetzt geht erstmal Ihr Zug. Alles Gute. Und gleich schreiben. Ich bin neugierig. Und dann kneift er einen und zwickt und klatscht und haut und du kannst kaum noch japsen. Und dann sagt er, nun fühlen Sie sich aber wohl, was? Aber wie gesagt, Medizin muss bitter sein, sonst nützt sie nichts und geholfen hat's. Ich freue mich auf die Arbeit. Wie ein Kind auf Weihnachten. Na und zu meiner schönen Schrift sagen Sie überhaupt nichts? Die hat mich so überwältigt, dass ich sprachlos war. War vernünftig, dich hierher zu setzen. Ja, das war doch... Das Licht ist auch besser. Ja, nun lass mal, zum Umräumen ist nachher Zeit. Erzähl mal. Ja, Produktionsleitung? Wie war es denn so? Ja. Gut im Prinzip. Viel Arbeit, einiges erreicht. Aber das hier so zwischen Tür und Angel... Kollege Beil, in 2 Stunden erwartet Sie der Werkleiter. Mich auch? Hat er nichts gesagt. Hoi, wen haben wir denn da wieder? Alter Junge, wieder gesund? Unkraut vergeht nicht. Aber weswegen ich komme? Du, meine Anlage da unten. Ja, wer ist denn dafür nun zuständig? Kollege Moosbach oder machst du das noch, Hermann? Ach, du bist gut. Wie soll ich nach 6 Wochen noch wissen, was bei dir los ist? Nee, ich bin heute neu. Hier, Thomas. Kollege Steinhausen, es gibt eine Weisung, die klipp und klar sagt, wie in solchen Dingen zu verfahren ist. Ja, aber... Offenbar ist mit Papier aber nicht alles zu machen. Ich komm doch mal runter und seh mir die Sache an. Einverstanden? Ja, aber bald. Ja, in 10 Minuten. Junge, so darfst du nie rangehen. Jeder Arbeiter hat einen Kopf zum Denken. Voller Erfahrung. Das ist, wenn du so willst, unser Kapital, mit dem wir rechnen, mit dem wir arbeiten. Schöne Theorie. Und wofür wird ein Leiter bezahlt? Nicht dafür, dass er anderen das Denken abnimmt. Ein Leiter sollte die Gedanken aller leiten, wie es der Name sagt. In die rechten Bahnen, in die Praxis. Ich habe wirklich etwas erreicht. Ich weiß, dass du ein tüchtiger Kerl bist. Sicher, es gibt unterschiedliche Auffassungen im Betrieb. Was meinst du? Gehen wir zusammen mal durchs Werk. Führst mir deine Neuerung vor? Ich würde schon. Aber ich habe einen Termin. Guten Tag. Na, wie war's? Na, dicker sind Sie aber auch nicht geworden. War's Essen nicht gut? So was kann nur unser Herzl fragen. Gut, dass du wieder da bist, Hermann. Naja, heute ziehe ich mir's mal alles an und morgen steige ich voll ein. Gerhard ist in seiner Bude. Ja, danke. Gott sei Dank, dass Papa Beil wieder da ist. Wie hat sich unser junger Mann gemacht? Seid ihr mit ihm zurechtgekommen? Sesselfurzer. Von oben herunter dirigieren. Der kann mich mal, der Rundschreiber. Ja, Mann. Tag. Ja, und ohne vorher mit den Leuten zu reden, du. Ja, wir sind vielleicht sauer. Das Resultat wäre gut. Ich weiß, was du sagen willst. Du lass mal, das an seinem Eifer übers Ziel geschossen. Na, er ist jung.
Unerfahren, das kommt vor. Vergiss es, ich bring das in Ordnung. Denn sonst, bis auf einige dieser Dinge, hat der junge Moosbach tadellos gearbeitet. Danke sehr, Herr Mann. Nach dem, was ich gesehen habe, jedenfalls. Wir lassen uns erstmal in Ruhe reden. Übrigens, deine 14 Tage Resturlaub, die hättest du ruhig noch anhängen können. Aber gut, du bist zurück. Gewässert, geweicht, gewickelt, geklopft, geschlafen, gefuttert, spazieren gegangen, eine Luft. Das ist doch prima, Herr Mann. Und wie soll's nun hier mit dir weitergehen? Ich fühle mich gut. Na, das Walter Hugo. Im Arztbericht heißt es, dass der Wiederaufnahme einer Arbeit unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Belange nichts im Wege steht. Naja, morgen steige ich voll ein, ist doch alles in Ordnung. Moment oder? Mal. Unter Berücksichtigung. Es ist ein Aber dabei. Ja, uns geht's doch um dich, Hermann. Ja, ja, wir brauchen dich. Aber ich bin doch da, mach doch nicht so ein Gewese. Sieh mal an, Hermann. Die Belastung des Produktionsleiters. Die wird doch größer, nicht kleiner. Und mehr Belastung. Da bringt er doch höchstens neue Herzattacken. Und dem wollen wir entgegenwirken. Müssen wir, verstehst du? Und ganz entschieden. Na? Hermann. Ja. Ich hab verstanden. Abschieben. Kann nicht mehr wie früher. Weg. Na, dann pass mal auf, Hermann. Jetzt zählen wir mal das Pferd vom Schwanz auf, damit du mich auch richtig verstehst. Um das Aber im Arztbericht, da kommen wir nicht rum. Das ist das Erste. Und das Zweite, als du weg warst und in der Produktion einiges schieflaufen wollte, da hat der Kollege König den Vorschlag gemacht, den Thomas Moosbach als deine Vertretung einzusetzen. König? Ja, ja, König. Und das war gut so. Natürlich macht der Junge auch noch Bockmist, vor allem im Umgang mit Kollegen. Aber ja, aber im Großen und Ganzen. Elan, Umsicht, Intelligenz. Na, wem sage ich das, Hermann? Der Moosbach ist doch dein Produkt. Unser Vorschlag ist der. Moosbach wird Produktionsleiter, aber du arbeitest ihn noch über geraume Zeit ein und übernimmst dann eine andere Funktion. Was ist ein Vorschlag, Hermann? Quittung für mehr als 40 Jahre. Hab ich da einmal gesagt, es ist zu viel? Immer mehr drauf. Immer mehr. Ja. Du hast das genau in den falschen Hals gekriegt. Ich denk in Ruhe darüber nach und sag uns dann Bescheid. Sprich auch mit deiner Frau drüber. Wenn das so ist. Du hast mir für heute fest versprochen, mitzukommen. Aber du musst verstehen. Ach, verstehen, verstehen. Mensch, Thomas, ich arbeite doch täglich auch 8 Stunden. Entschuldige bitte, ich wollte nicht schreien. Warum geht's denn heute wieder nicht? Ach, das ist alles so... Beil, verstehst du, der ist fix und fertig. Und von mir fühlt er sich abgesägt, weggedrängelt. Aber du hast ihn doch nicht. Natürlich nicht. Aber sieh dir den Mann an und erklär ihm das. Natürlich schafft er die Arbeit nicht mehr. Auf dem Posten gehört ein Mann, der durchgreifen kann. Das habe ich auch Klavitta gesagt. Und der ist ja zufrieden mit mir. Bis auf einiges, na gut. Aber wenn ich wieder den Assi machen soll, dann gehe ich. Thomas. Muss man denn erst 40 oder 50 sein, die man rangelassen wird? Aber du, das sage ich dir. Was die da vorhaben. Zusammenarbeit mit einem Mann, der meine Weisungen stillschweigend aufhebt und mich zum Affen macht. Nichts, kein Stück. Das lehne ich ab. Entweder der Alte oder ich. Soll ich zu Hause bleiben? Wir setzen uns zusammen und bereden alles in Ruhe. Hm? Du, den lege ich was vor, dass sie mit den Ohren schlackern. Das wird sich schon zeigen, wer hier unentbehrlich ist. Komm auch. Also, gehe ich doch. Ja, ja, viel Spaß. Bettina? Thank you.
Wunderbar, hier bringt uns einer Kaffee. Morgen. Du, die Verwaltung sitzt nebenan oder rückt sie jetzt an die Basis? Machen Sie Arbeitsplatzkontrollen? Was ist denn los, Hermann? Hast du einen Lernschrank für meine Sachen? Ihr braucht mich gar nicht so anstarren, als wenn ich ein Kalb mit fünf Beinen wäre. Mein Beruf, den ich gelernt habe, kann mir keiner nehmen. Keiner. Da hinten, der zweite. In Ordnung. Kommt, lassen in Ruhe. Was soll denn das? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Du hast für meine Ablösung gesorgt. Nun beschäftige mich. Ja, man verdreht doch die Dinge nicht. Ich verdrehe gar nichts. Soll ich da oben das fünfte Rad am Wagen spielen? Ich bin ein alter Holzarbeiter. Mein Geld kann ich auch hier verdienen. Das ist doch kindisch. Du spielst mit dir selber den Märtyrer und machst dich vor den Kollegen lächerlich. Meine Sache. Hermann. Komm, geh hoch zu dir und wir kriegen die ganze Sache als Spaß hin. Ich will hier einen Arbeitsplatz. Du brauchst doch Arbeiter. Also gut, komm. Arbeiter kann ich immer gebrauchen. Entschuldige, ich hatte dir etwas falsch gezeigt. Das ist nicht wahr, ich habe Ausschuss gemacht. Unsinn, das lag an mir. Du brauchst das gar nicht zu vertuschen. Ich brauche kein Mitleid. Ich kann eben nichts mehr. Ich bin ein Versager. So kann man mit einem Menschen nicht umgehen. So was Unvernünftiges. Kein Mensch hat von ihm verlangt, dass er unten arbeiten soll. Der muss das begreifen. Die Entscheidung kann doch gar nicht anders aussehen. Der macht sich doch kaputt. Der Arztbericht ist eindeutig. Aber darf er doch nicht den Mosbach. Moment mal, Gerhard. Du selbst hast vorgeschlagen, dass er eingesetzt ja, wird. Ja, ich weiß. Aber was meinst du, wie viele Kollegen der schon durch seine penetrante Art gegen sich aufgebracht hat? Wir haben aber eine sichtbare Steigerung unserer Produktion. Ja, doch. Und das sind die Ergebnisse seiner Arbeit. Aber Mosbach ist nicht gut. Ich verstehe dich nicht. Als Abgeordneter arbeitest du doch nicht nur in deiner Kommission. Du bist auch dazu angehalten, dich um Betriebsproblematiken zu kümmern. Planerfüllung, Qualität unserer Produkte, Rationalisierung. Aber auch fürs Betriebsklima. Und wie Mosbach mit den Arbeitern umspringt, da fühlt sich keiner wohl. Gut. Gut, darüber werden wir noch sprechen. Aber Mosbach wird Produktionsleiter. Und Beil wird ihn noch eine Zeit lang einarbeiten. Aber dann musst du mit dem Burschen Fraktur reden. Ich meine wirklich Fraktur. Die Unzufriedenheit wird immer größer. Ich sag dir das im Ernst. Ehrgeiz, das ist manchmal gut. Aber Größenwahnsinn. Bei uns nicht. Er hat recht. Kollege Mosbach, sofort zu mir. Verzeihen Sie, können Sie mir sagen, wo Frau Mahler wohnt? Übernächstes Haus. Sie ist aber gerade zur Rolle gegangen. Aber klingeln Sie ruhig, es ist immer jemand im Haus. Dankeschön. Ja, bitte? Entschuldigen Sie die Störung, Herr Birkner. Mein Name ist Beil. Frau Mahler ist wohl noch nicht zu Hause. Nein. Ach, Herr Beil, ist denn was passiert bei Ihnen? Wieso? Weil Sie so plötzlich gekommen sind. Meine Frau hat mir Ihre Geschichte erzählt. Aber nehmen Sie doch Platz. Ihre Frau? Ja. Ach so, das ist eine Verwechslung. Ich heiße nicht Birkner. Mahler. Hildegard ist meine Frau. Oh, ich wusste nicht, dass Frau Hildegard ihre Gattin verheiratet ist. Sie müssen nur nicht gleich vor Schreck stottern. Wissen Sie, die Leute im Ort, die kennen unsere Geschichte. Und für Fremde wollen wir kein Gesprächsstoff sein. Bitte, dass Sie nicht etwa denken. Meine Frau ist in jedem Kurdurchgang für irgendwen Seelentröster. Männlein wie Weiblein. Sie hat so eine Art, dass die Leute Vertrauen zu ihr haben. Vielleicht kommt es daher, dass sie selber so viel durchhat. Mit mir. Herr Beil,
Wie denn das? Ich konnte nicht mehr. Alles ist vorbei, abgesägt, kaltgestellt. Verzeihen Sie, ich brauchte jemanden. Ich wollte nur weg, weg, weg. Nun sind Sie erst mal hier und holen Luft. Und dann wird Kaffee getrunken. Oh ja. Und meinen Mann müssen Sie ja auch noch kennenlernen. Autounfall mit 27. Sie war 23. Furchtbar. Ich wollte nicht fragen. Naja, heute. Und drüber weg kommt man nie. Aber heute lebe ich mein Leben, so wie es eben nicht zu ändern ist. Und ich bin sogar zufrieden. Und in einer Hinsicht glücklich. Und was machen Sie? Na, ich arbeite. Hier, das ist mein Platz. Rechnereien und Betrieb schickt mir die Sachen. Das ist Ihr Beruf? Nein, das ist mein zweiter. Der erste war ja futsch. Sportlehrer. Ja, als das damals passierte, da habe ich monatelang gelegen. Überhaupt nicht ansprechbar. Die Scheidung habe ich eingereicht. Das hätte dir so passen können, mich loszuwerden. Ja, und dann hasst man alle. Kann gute Ratschläge geben. Aber schließlich merkt man, das Leben geht weiter. Die tapferste von allen, das war sie. Ja? Ach, Frauen müssen Oberwasser behalten. Wie geht's denn Ihrer Frau? Hat sie sie gerne weggelassen? Ich bin einfach so gefahren. Was denn? Die weiß gar nicht, wo Sie stecken. Na, Herr Beil, das können Sie doch nicht machen. Wir schicken ein Telegramm. Nein. Na, wie wär's denn, wenn Sie Ihre Frau nachkommen lassen würden? Das ist die Idee. Die Kinder sind verreist und da ist oben Platz. Da können Sie in aller Ruhe weit ab vom Schuss überlegen. Tina, ich hab was für dich. Eine Überraschung. Bettina? Tina! Entscheide dich, wie es weitergeht. Wir sind ja meine Eltern. Schade, nie spielst du mit uns. Du hast doch überhaupt keinen Blick mehr für uns. Für die Kinder nicht und für mich. Jeder Arbeiter hat einen Kopf zum Denken. Voller Erfahrung. Das ist, wenn du so willst, unser Kapital, mit dem wir rechnen, mit dem wir arbeiten. Soll ich zu Hause bleiben? Wir setzen uns zusammen und bereden alles in Ruhe. Hm? Guck mal, wer da ist. Rennt einfach weg. Und ich dachte schon, er hat sich was angetan. Tja, und nun? Und nun. Dass es erst so weit kommen musste. Hermann hätte schon längst von einigen Funktionen entlastet werden müssen. Eingefahrene Gleise. Man gewöhnt sich dran und glaubt, es müsste immer so weitergehen. Aber der Moosbach, der hat uns gezeigt, dass es auch anders geht. Da muss sich der Moosbach aber ändern. Oh, wir haben lange mit ihm gesprochen. Der Junge ist begabt. Fehler macht jeder, also müssen wir ihn erziehen. Bring mal Feuer und Wasser zusammen. Wenn's brennt, muss man Feuer und Wasser zusammenbringen, damit kein Schaden entsteht. Ach, ich? Ach, jetzt soll ich? Du kennst doch Hermann am besten.
Annemarie. Du bist mir nicht mehr böse? Ach nein. Sieh mal, wer mich hergefahren hat. Mensch, Gerhard. Tag, Hermann. Tag. Wir haben ja einiges miteinander zu bereden. Komm. Dann schickt uns eben 70er näher oder 80er. Die Delegation kommt doch. Was? Moment. Die Delegation kommt doch? Ja, heute Vormittag. Sofort den Leiter der Hofkolonne zu mir. Steck mir jetzt die Maler. Welche Maler bitte? Ich rufe später zurück. Wo arbeiten im Moment die Maler? Vorbereitet und in Ordnung? Man muss immer und auf alles gut vorbereitet sein, dann braucht man kein großes Brimborium. War ja nun etwas plötzlich, ne? Wir müssen erst hier entlang.